Willkommen zurück bei Brainout. Die haben neue Level reingebracht. Was ganz zufällig passiert ist, also ich habe es nicht erwartet, es sind nicht nur ein paar, sondern irgendwas mit 40 oder so, oder fast 40. Es gibt jetzt insgesamt... Und jedes Mal, wenn diese neue Werbung kommt, ich weiß nicht, wie man die wegmacht, wortwörtlich. Wir sind bei 186 und es gibt insgesamt 225 jetzt. Ich habe ziemlich gut geschätzt also. Nun, neue Level, das heißt neues Dummheitssyndrom oder wie auch immer man es nennen will, Leute. Die Spiel macht dich wortwörtlich dumm und man muss hier nachdenken. Und wie ihr wisst, ich bin sehr schlecht im Nachdenken. Jetzt ohne Scheiß, ich bin ein sehr schlechter Denker, okay? Aber für euch denke ich gerne mal nach, ab und zu mal. Deswegen lasst uns weitermachen bei Brainout und gucken, was für neue Level die reingebracht haben. Da alle Spiele, die so ähnlich sind wie Brainout, sind quasi Kopien von Brainout. Brainout ist das einzig Originale. Also lasst nur noch oben für mehr davon und abonniert unten kostenlos, um keine Videos mehr in der Zukunft zu verpassen. Passwort eingeben. Das Passwort lautet, okay, also er sagt sie. Soll ich vielleicht reinzoomen oder soll ich vielleicht hinhören oder... Ich weiß nicht genau. Ich meine, er sagt dir das Passwort irgendwie. Null? Nein, nicht 0. Vielleicht 186, so wie die Zahl des Levels. Oh, schade. Vielleicht irgendwas an den Punkten hier oder so. Nee, das irgendwie auch nicht, Leute. So, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich shaken oder so. Shaken? Nein? Okay. Ja, shaken funktioniert nur ab und zu mal. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie müssen wir ihn anklicken oder so. Oder ich weiß wirklich 0, 0, 0, 0 vielleicht. Nee, man kann mehr Zahlen als so viel eingeben. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall... Warte mal, das Ohr vielleicht. Das, komm schon, bitte. Reinzoomen. Okay, ich meine, ich habe wortwörtlich keine Ahnung, was das Passwort ist. Ich habe alles probiert, vielleicht umdrehen. Ich habe mein iPad sogar gerade umgedreht, Leute. Also ich würde sagen, wir werden einfach mal ein Video angucken, Leute, damit ich überhaupt Bescheid weiß, was da abgeht, weil ich habe wortwörtlich keinen Plan sonst. Okay, sag mir bitte, was die Lösung ist. Kannst du ihn hören? Deine Hör die... Sag mir nicht, dass es wahr ist. Oh no. Machen wir lauter? Ah, warte, ich muss so lauter machen. Ich höre nix. Ich höre nix. Hä? Okay, warte, ich mach mal. Ich zieh das mal kurz raus, Leute. Oh. What? Ah, ich muss das rausziehen. Okay, das war 965. Also, was passiert ist, okay? Als ich mein Kabel rausgezogen habe hier dieses Jahr, habe ich quasi, hat es reingezoomt und da steht jetzt 965. Aber ich musste das Kabel rausziehen und dann die Lautstärke des iPads verbessern. Also, oh nein, sag mir nicht, ich muss es wieder niedriger machen, oder? Komm schon. Ernsthaft? Ich will doch einfach nur, oh Gott, ich kann das Passwort nicht eingeben. Warte mal, 965, das heißt, ich kann einfach den hier machen. Ah, okay. Und jetzt 965, wenn es dasselbe ist. What? What? Oh mein Gott, schon wieder? Okay, ich mach nochmal. Es ist doch 965, wo ist das Problem? Jetzt, 965 hat doch funktioniert. Okay, ihr habt es gerade nicht gesehen, weil ich musste mein Kabel wieder einstecken. Leute, das ist so ein frustrierendes Level, weil wenn man aufnimmt, kann man sich herausfinden. Wie dämlich. Lol, du wurdest ausgetrickst. Ja, das habe ich gemerkt, okay? Oh Gott. Oh, der Hase ist wieder hungrig, Leute. Ich habe jetzt schon ein Level gespielt und habe jetzt noch keine Lust mehr auf Videos für immer. Der kleine Hase ist hungrig, okay? Dann was wollen wir dir geben? So, springen. Kannst du diesmal springen? Nee, ne? Nein, natürlich nicht. Karotte zu, dir geht nicht. Ich habe wortwörtlich... Oh, schon wieder ein Herz. Okay, ich kann ihm mein Herz geben. Okay, das... Ah, vielleicht auf dem Herz springen. Pass auf, Leute, so. Nee. Okay, das war eigentlich ziemlich easy tatsächlich. So schwer war es nicht. Gewinne das Spiel. 188. Ich bin kleiner. Ist natürlich ein Problem beim Boxen. Wenn ich aber attackiere, passiert das. Ich gehe zurück. Ich gehe ganz weit. Kann ich... Wie weit zurück? Hä? Okay, wir haben ein Problem, Leute. Ich kann mich zwar bewegen, aber was bringt mir das denn bitte? Ich habe wortwörtlich keine Ahnung. Nee, wie gewinne ich das Spiel? Jetzt mal ehrlich. Ich habe wortwörtlich keine Ahnung. Also ich hab wirklich... Was ist eigentlich mit meinen Augen los? Alter, ich hab voll auf die Fresse bekommen. Wenn ich sie schlage, macht die mir 1000 Schaden. Das ist so viel. Ich habe nur 2 Schaden. 2 Leben, meine ich. Tja, Leute, das ist natürlich sehr frustrierend. Vielleicht sollte ich meine Boxhandschuhe größer machen. Checken funktioniert leider auch nicht. Vielleicht schlage ich den in die Hoden, aber das bringt mir leider auch eher wenig. Ah, ich mach einfach U. Kann ich das U wegziehen? Pass auf, Leute. U? Da, kann ich... komm schon. Manchmal geht es, manchmal nicht. Ah, das U bewege ich einfach nach rechts, oder nicht? So, genau. Jetzt bin ich der... Ah, okay, ich muss also der Rechte werden. Jetzt verstehe ich, Leute, das macht Sinn. König der Kämpfer, ja, so hat man mich auch mal nicht in der Schule genannt. Finde das Hühnchen, komm schon. Hinter den Wolken vielleicht, ich meine... Oh, da ist ein... What? Hä? Ich bin halt verstört. Da, das ist kein Hühnchen, das ist eine Ente. Also das ist durch ein Problem gerade. Ja, keine Ahnung, vielleicht machen wir den Mond wieder weg. Ne, das geht leider nicht. Ich habe nicht wirklich eine Ahnung, was er von mir will. Aber das ist eine Ente, also kein Hühnchen. Ein Hühnchen ist kein Ente. Okay, warte nochmal von vorne. Irgendwas hat damit nicht gestimmt, Leute. Also ich weiß auch nicht, aber... Das war irgendwie nicht ganz... Ah, Hühnchen, vielleicht... Oh. Oh ja, das war für Anfänger, okay? Da falle ich echt nicht mehr drauf rein. Da bin ich so zu gut für. Jetzt mal ohne Scheiß. Grill den Fisch für die Katze. Ich sehe nicht mal eine Katze. Das ist das Problem wahrscheinlich, Leute. Aber wahrscheinlich den Fisch einfach dahin tun. Oh, zu lange. Ich sehe schon. Vielleicht. Nee, warte mal. Erstmal lass machen vielleicht. Nein. Okay, Fisch nicht nachher. Lass machen davor. Vielleicht. Nee, wir machen wedeln. Nee, wedeln auch nicht, Leute. Kurz halten. Jetzt fertig. Oh, also musst du den Fisch nur ganz kurz dran halten, was eigentlich Sinn ergab tatsächlich. Das ist die nervigste Frage, die ich jetzt bekommen habe, weil ich kann damit nichts anfangen, okay? So gar nicht. Public Static Void Select. Bitte, hör auf, Alter. Soll ich irgendwas anklicken? Mann, ich weiß nicht, was du mir willst. Das ist irgendeine Gleichung oder was auch immer. Die Sache ist, A ist gleich. Gibt es irgendwas Eindeutiges? Ich habe das Gefühl, das ist diese komische... Dieses hier, würde ich
würde ich sagen. Oder dann? Lass mal sehen. Ah, schade, das wäre es gewesen. Okay, steht hier irgendwo A gleich. Bestimmt steht das A gleich B. Da steht A gleich B. B, das stimmt. Na, what? Da steht A gleich B. Alter, ich bin echt verstört. A gleich B, Komma. B, Komma, Leute. Oder B, Semikolon. Kennt jemand Semikolon, Leute? Ist der, der Bruder von Komma. Also, what? Das stimmt auch nicht, das ist ein Scherz. Also doch kein B-Semikolon. Ich habe wortwörtlich keine Ahnung, okay? Ich weiß nicht, was von mir will, deswegen werde ich mir ein Video angucken. Und was ist die Lösung? Na los, sieh dir die Frage genau an. A gleich, ja, habe ich doch gesagt, B gleich 10. Oh, B gleich 10. Ich habe gesucht nach B gleich, aber ich war voll verwirrt. Also es ist A gleich 10, richtig? Ja. Man hätte es finden müssen, das war eigentlich so simpel. Aber ich habe B gleich 10 nicht gesehen, okay? Lass dich nicht täuschen. Ich glaube, dafür ist es ein bisschen zu spät. Drücke 1000 mal 1. Ich habe das Gefühl, es wird nur einmal... Ist es ein Scherz? Nein. Nein, nein, nein. 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 Nein, 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 oder? Nein, nein, das kann nicht sein. Oh, da haben... Das konnte nicht sein, Leute. Ein auf den. Das konnte einfach nicht sein, okay? Deswegen, das war mir klar, dass da noch was Verstecktes war. Es gab dieses eine Level hier, was auch unmöglich war. Und ich habe es trotzdem geschafft auf der unmöglichen Art und Weise, obwohl es dafür eine ganz andere Erklärung gab. Also, das war crazy, Leute. Schon wieder parke das Auto. Oh, das... Oh, nee. Oh, rückwärts parken. Ich parke immer rückwärts ein. Ich kann Menschen nicht verstehen, die vorwärts einparken. Aber warte mal ganz kurz. Ich passe da ja nicht rein. Kann ich wieder weiterfahren? Oh, ja, ich kann weiterfahren. Ich meine, da ist auf jeden Fall Platz, oder? Okay, das sollte kein Problem sein, theoretisch. Ich nehme einfach das Auto. Stell mich hier hin und park's ein, oder? So? Oh Gott! Natürlich, warte mal, vielleicht hier einfach vor dem. Sollte das nicht gehen, theoretisch? Ich meine, ich würde auch so parken, ist mir egal. Komm schon. Scheiße, Leute, okay, schade. Weil da passe ich ja nicht rein, okay? Genauso wie hier. Hier passe ich auch nicht wirklich rein. Das heißt, ich muss weiterfahren. So, ich werde mich einfach mal hier... Ja, ich muss hier stimmen, Leute. Komm schon. Hallo? Bitte? Ich habe doch geparkt. Soll ich noch weiterfahren? Stell euch mal vor, das wäre echt dumm. Hä? Ich kann weiterfahren oder nicht? Nein. Hat mich aber auch gewundert. Warte mal, ich verstehe das gar nichts. Ich meine, das muss ja irgendwie klappen, oder... Okay, warte nochmal von vorne. Ich glaube, man muss irgendwie die zwei Autos irgendwie vielleicht... Oh, oh mein... Nein. Nein. Das war klar, beim letzten Mal musste man halt ganz nach rechts fahren. Und dieses Mal haben die es halt ganz anders gemacht. Das ist ausgezeichneter Fahrer, ja. Ich nehme einfach die anderen Autos weg, ich lasse sie abschleppen und dann packe ich selber ein, okay? Zünde eine Kerze an. Ich meine, das kann ja eigentlich nicht so das Problem sein. Oder erstmal vielleicht ja, Streichholz ausmachen, aufmachen meine ich. Und jetzt würde ich sagen, einfach ganz easy peasy, wenn ich nicht immer ausdrücken würde mit meinem Finger, wäre das episch. Hallo? Oh ja, das war also sind beim Muster einfach nur die Streichholzschachtel mit zwei Fingern aufmachen, okay? Toll! Ja, finde ich auch. Bändige das Monster. Tja, ich weiß zwar nicht wie, aber oh, wir können es kleiner machen. Ich meine, das ist so groß wie eine Fliege, richtig? Oh mein Gott, es macht trotzdem unnormal viel Schaden. Ich meine, ich kann es kleiner machen, aber es blinkt mir echt wenig. Vielleicht schlage ich es einfach die ganze Zeit. Ich meine, komm schon, das ist klein, okay? Okay, ich mache ihm Schaden, aber es blinkt leider nichts. Es ist nämlich einer dieser Einklickerspiele, wo man immer das Monster töten muss. Was für ein Monster meint er? Meint er den Jungen? Ich glaube, er könnte den Jungen meinen, Leute. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht wegschieben oder so. Ich kann es schieben. Aber ich, ja, es blinkt mir halt echt wenig. Vielleicht einfach, indem ich ihn in die Hand tue des Jungen oder so. Nee, ne? Vielleicht indem der Junge auf es tritt. Nee, leider auch nicht. Irgendwie scheint das mit dem größer und kleiner werden nicht wirklich zu klappen. Ich könnte die ganze Zeit draufschlagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es funktioniert, ehrlich gesagt. Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe wortwörtlich keinen Plan, okay? Ich meine, ich habe schon alles probiert. Es sei denn, die meinen mit Monster den Jungen, okay? Aber ich werde mir trotzdem den Tipp jetzt holen. Also, was ist die Lösung hier? Zoome vom Monster weg und lege es in seine Tasche. Nee, ey, das ist ja echt ein... Das ist echt dumm. Ein Pocket-Monster wahrscheinlich oder so. Das ist einfach dumm. Wow. Das ist, Pokémon ist ja quasi auch Pocket-Monster. Also, Monster, die du einfach in der Tasche hast. Eigentlich komplett simpel, Leute, aber... Ja. Wer ist am schlauesten? Ich selbst, Entwicklerleder. Entwickler mit... Ist es ein Scherz? Komm schon. Dann lobt von uns helfen, mir interessante Dinge zu kreieren. Kreieren. Ja, das glaube ich euch bei der Schrift. Das habt ihr auch nötig. Bring ihn zum Lachen. Hier, willst du einen Muffin? Nein. Willst du Geld? Nein. Willst du das? Nein. Soll ich vielleicht shaken oder vielleicht mein iPad drehen, damit deine Mundwinkel? Nein? Okay. Tja, ich meine, wenn man die Arme so verschränkt hat, dann stimmt hier irgendwas meistens nicht. Aber hier, wow. Okay. Ah, kitzeln. Ich kitzel ihn einfach mit der Feder. Hä, komm schon. Ja, yeah, okay. Geht doch, Mann. Oh, was war das für eine Nummer? 2, 4, 6, 5, 8, 0. Warte mal. 2, 4, 6. Nein, falsch, falsch, falsch. 2, 4, 6, 5, 8, 0. Wäre das klappt. Oh, stell euch mal vor, die hätten die Nummer, die unter ihm gewesen wäre, dazu benutzt, um die Nummer jetzt zu benutzen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das wäre crazy, aber vielleicht wieder. Nee, Fingerabdruck nicht, ne? Nee, warte mal, ich kann es aber. Ich nehme einfach diesmal den Schlüssel, glaube ich. Beim letzten Mal musste man Fingerabdruck, das habe ich nicht gewusst und ich habe nach dem Schlüssel gesucht. Aber warte mal. Ja, das ist natürlich ein Problem. Vielleicht jetzt Fingerabdruck? Nee, das funktioniert leider auch nicht. Aber ich habe doch den Schlüssel, also. Ah, okay, aber auf.
aufmachen. Was ist denn da? Große Überraschung. Ja, aber ich weiß ja nicht, was drin ist. Das ist ein Problem, okay? Ich muss wissen, was drin ist. Okay, wie lautet die Antwort? Also Uhr plus Uhr gleich 1,74. Oh Gott. 3,983 und dann das plus das. Also quasi, das ist das Problem. Das ist nicht das Problem, weil ich muss wissen, was ist. Und ich habe wortwörtlich keine Ahnung, okay? Also ich weiß es wirklich gar nicht. Soll ich vielleicht irgendwas klicken oder so? Nee, ne? Nee, das... Ich glaube, man muss es schon irgendwie herausfinden. Ich glaube, es könnte 11 und 3 sein. Was bedeutet, das macht 100 und 113? Ich weiß gar nicht, was ich denke, aber ich will es euch auch nicht erklären. Ich probiere es einfach jetzt irgendwie hinzubekommen. 113 minus 16. Nur wieso? Frag mich bitte. Nee, minus 18. Oder? Ich habe keine Ahnung. Nee, minus 16. Ist schon richtig. Warte mal, war das jetzt 97? Ich weiß das nicht, Leute. What? Ich hab's... Oh, okay, also, was ich quasi gemacht habe, ich hatte nicht gedacht, dass es funktioniert, deswegen habe ich gar nicht gedacht, dass ich das klären muss, aber ich habe einfach den Kleinzeiger die Zahl dort genommen, und zwar war das eine 1 zum Beispiel, da habe ich den großen Zeiger genommen, das war zum Beispiel eine 6, dann habe ich zum Beispiel 1 und 6 zusammengefügt, also nicht addiert oder so, sondern einfach nur zusammengefügt, was 16 ergibt. Also als würde man die Zahl, zwei Zahlen zusammenkleben. Und dann habe ich das quasi mit der anderen Uhr auch gemacht, nur dass es Minus war. Und bei der anderen Uhr war das irgendwas mit 116 oder so. Und es ist, ich kann es nicht glauben. Alter, das war meine beste Frage ever bis jetzt. Glücksrad. Okay, kann ich einfach drehen oder ich meine Start? Ich glaube nicht, ich verliere eigentlich immer ein Glücksrad, denn ich bin einer, der sehr selten gewinnt. Warte mal, wird es immer ein F sein oder wie sieht es aus? Das wird aber nicht immer ein F sein. Oh, also ich glaube, wir können es irgendwie hinbekommen, oder? Ich weiß es nur irgendwie nicht. Irgendwie, es sieht so aus, als wäre es möglich, aber irgendwann muss es ja klappen, oder nicht, Leute? Ich weiß ja nicht. Ich meine, das funktioniert gerade nicht so wirklich. Ich komme gar nicht zum Glücksrad. Ich habe das Gefühl, es wird mich nicht zum Glücksrad bringen. Hä? Es ist immer so ganz knapp dran, aber irgendwie funktioniert es nicht. Komm schon. Ja? Nein, auch nicht. Jetzt mal ehrlich, ist das überhaupt... Oh, wir machen einfach... Wir halten einfach fest und drehen mit. Ansonsten hat es nicht funktioniert, glaube ich. Gratulation. Danke. Spielen wir RSP. Was soll man das? Ah, Schere, Stein, Papier, natürlich. Du nimmst Stein auf jeden Fall. Okay. Du nimmst Papier. Kann ich beides nehmen eigentlich? Oder wie sieht's aus? Nee, beides kann ich nicht nehmen. Du hast keine Finger. Oh. Oh. Oh, was? Okay, du nimmst immer das, was ich... Oh, das ist ein Problem. Oh ja, genau, du nimmst Papier. Yes, Schwindler, du Schwindler. Nein, er ist ein Schwindler. Anscheinend wusste er immer, was ich nehmen will. Woher auch immer er das wusste, ich habe wortwörtlich keine Ahnung, aber er wusste es. Okay, das reicht mir schon. Fülle das Glas. Naja, mit was überhaupt füllen? Ich meine, du sagst mir ja nicht mit was. Das ist das große Problem, was ich habe hier. Ich habe ein Streichholz. Oh, ich habe es... warte mal, vielleicht soll ich das Glas hier hinlegen? Nein. Was soll ich denn machen? Das ist meine Frage, die stelle ich mir... Oh, warte mal. Okay. Ah, ich kann es umdrehen, ne? Kann ich das Glas nicht... Das müsste gehen, Leute. Ich müsste das Glas umdrehen können. Komm schon, lass es umdrehen. So würde es gehen, Leute. Aber ich muss es erstmal umdrehen. Ich weiß nicht, wie. Es funktioniert nicht. Das ist ein Scherz. Bitte. Naja, auf jeden Fall muss man dann quasi von unten... Genau, und jetzt das drauf. Ah, okay, so füllen wir es. Ja, das geht tatsächlich. Das ist sehr interessant. Das hätte ich mal Physik oder Chemie oder... Nett, auf jeden Fall. Ja, wie auch immer. Eins von beiden auf jeden Fall. Ich weiß selber nicht. Ich weiß schon ungefähr, was der Unterschied ist. Aber dann irgendwie auch wieder nicht. Aber doch, eigentlich schon. Eigentlich ist der ganz simpel, der Unterschied. Hol das Spielzeug aus der Flasche. Oh mein Gott. Okay, also vielleicht so. Ja, es ist ein Witz, oder? Nee, mal ehrlich, wie soll ich es bitte machen? Ich habe wortwörtlich keine Ahnung. Shaken vielleicht? Nee, vielleicht... bitte. Oh, ich hab das Spiel geschlossen. Also ich könnte vielleicht die Arastotzka oder wie immer die heißt... nee, okay, nein. Doch nicht, Leute. Tja, wie holen wir das Teil raus? Ich meine, es ist ziemlich stur dort. Ich weiß nicht, wie sowas geht. Ich verstehe sowieso nicht die Tricks, wo Leute Sachen in die Flasche tun. Meistens gibt es halt einen Schlitz in der Flasche. Das verstehe ich halt schon, aber irgendwie erklärt mir das nicht gerade so viel. Ich kann sie halt... Oh, ich kann sie größer und... Ich kann sie kleiner machen. Okay, ich kann sie kleiner machen und dann einfach rausschieben. Das war simpler als gedacht. Fantastisch, ja, finde ich auch. Rufe, ich bin schön. Ich bin schön! Okay, ich kann es nicht hören. Hallo? Ich bin schön! Oh, du hast recht. Danke, Alter. Das Monster hat Leben, aber besiege das Monster. Mit einem Hammer klappt es natürlich nicht. Vielleicht irgendwas... Ich hatte das Gefühl, irgendwas mit den HP. Vielleicht irgendwie wegzeigen... Wegradieren. Ja, das war ja mal so klar. Klarer ging es nicht mehr. Erreiche das Ende. Oh, okay, ich muss also... Ist das ein Scherz? Nee, oder? Ich habe das Gefühl, das kann... Nein, ich hasse diese Art von Spiel. Das kann doch gar nicht sein, oder? Hey, meint ihr das ernst? Das meint ihr doch nicht ernst, oder? Warte mal, geht es überhaupt oder nicht? Ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Das ist zu schwer, glaube ich. Das ist einer dieser Level, die ich glaube, unmöglich
nicht ist. Vielleicht, indem ich einfach mal die Stacheln entferne? Nein. Tja, aber muss ich wirklich... Das ist ein Scherz, oder? Das ist kaum möglich. Diese Stacheln dort sind viel zu hoch angesetzt. Okay, dieses Level ist frustrierend, Leute. Und? Oh mein Gott. Vielleicht klappt es. Aber das ist eine Rakete. So, selbst wenn ich weiterkomme, komme ich an der Rakete ja gar nicht vorbei. Okay, komm schon. No. Okay, ich muss mir einen Tipp holen, Leute. Ich weiß es nicht. Ich kann es aber probieren. Aber selbst wenn, dann verstehe ich es nicht. Vielleicht muss ich die Rakete irgendwie greifen oder so. Das könnte sehr wohl sein, Leute. Das ist die Rakete. Weil ab hier wird es unmöglich. Komm schon. Oh mein Gott. Ich habe irgendwie das... Ich weiß nicht wieso. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das... Oh, nee, das wird zu schwer. Ich muss mir einen Tipp holen, Leute. Was ist die Erlösung, hä? Na los, gib sie mir, bitte. Okay, danke Werbung. Es war sehr schön, dich zu sehen. Dreh den Gerät auf den... Nein. Ey, das ist doch... Das ist so dämlich, ne? Ich kann es nicht glauben. Das ist... Nein. Wow, du bist so kreativ. Nein, bin ich nicht okay. Ich habe eher versagt. Aber Leute, das war's für das Video. Ich meine, das sind erstmal die ersten neuen Level. Es gibt noch, aber für ein Video reichen noch welche, denke ich. Also ich denke, die nächsten 20 sollten wir im nächsten Video hinbekommen. Also, falls du es auch noch sehen willst, lass mir doch oben da abonnieren unten kostenlos, um keine Videos mehr dazu zu passen. Falls du abonnierst, aktiviere die Glocke da unten, dann wirst du benachrichtigt, sobald ich das Video hochlade und du gehörst zu locken, ey. Hi, für Flugänger. In der Beschreibung findest du ebenfalls dein Merch und Instagram und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye!